Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir müssen nochmal über ein paar FC-Spieler sprechen, denn klar ist ja auch immer noch, der Kader ist zu groß, es sind ja noch nicht viele gegangen, in dem Fall eigentlich noch gar keiner, über den ich gesprochen habe. Klar, Davy Selke, ja, der ist gegangen, das stimmt, zum HSV, aber sonst ist wenig passiert bis jetzt und der 1. FC Köln hat eben immer noch einen sehr, sehr großen Kader und jetzt bald beginnt ja auch das Trainingslager. Wie gesagt, der Pressetermin, der Fotograf war schon da und da hat man eben auch gerade bei dem Mannschaftsbild gesehen, dass da schon sehr, 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 sehr viele Leute mit drauf waren. Und wir müssen einfach jetzt nochmal drüber sprechen, denn es wurde jetzt auch gerade auch neu veröffentlicht, und zwar Strubers Abgänge, also zumindest Strubers Streichkandidaten. Auch da hat der neue Trainer schon ein bisschen sortiert und ausgemistet. Und da möchte ich natürlich gerne auch nochmal meine Meinung zu äußern. Wir beginnen direkt mal mit einem, wo auch bei mir tatsächlich auf meinem Kanal sehr oft gefragt wird, was ist denn jetzt mit dem Spieler? Passiert da noch was? Bleibt er doch bei uns oder geht er dann doch noch? Und zwar spreche ich von unserem Torhüter Marvin Schwäbe. Marvin Schwäbe hat ja schnell signalisiert, dass er eigentlich nicht in die zweite Liga mitgehen möchte. Und deswegen hat man ja auch dann mit Jonas Urbik ganz klar geplant, und das ist auch immer noch Stand der Dinge, dass Jonas Urbik definitiv die neue Nummer 1 werden soll. Was natürlich dann schon sehr überraschend war, fand ich, und das war sehr wahrscheinlich auch bei Schwäbe der Fall, dass eben kein Interesse besteht. Bei keinem Club, weder in der Bundesliga noch eben im Ausland, Stand jetzt gibt es keine Angebote für Marvin Schwäbe, was mich auch sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen sucht man da weiterhin. Klar, wenn man natürlich am Ende keinen findet, dann wird ein Marvin Schwäbe bleiben. Denn er wird ja dann auch sagen, ja gut, dann sitze ich halt auf der Bank. Aber es wäre halt wirklich für beide, ja, für beide Seiten, für den 1. FC Köln, wie auch für Marvin Schwäbe natürlich absolut unglücklich und verlorene Zeit. Das muss man ganz klar sagen, denn für Marvin Schwäbe würde es ja somit heißen, dass er auf der Bank sitzt. Und somit würde es auch gleichzeitig für den FC heißen, dass sie dann, ja, dass der Marktwert kleiner wird. Das heißt, sie werden den Marvin Schwäbe nicht mehr für 2 oder 3 Millionen verkaufen können, sondern vielleicht nur noch für 1 Million. Und das ist natürlich schlecht für den 1. FC Köln. Und für Marvin Schwäbe ist es ebenfalls natürlich schlecht, weil er dann nur noch auf der Bank sitzt, nur noch trainiert, aber eben keine Spiele mehr hat. Und das ist eben dann auch natürlich schlecht, was auch klar ist, ne? Ja, dann haben wir noch einen weiteren Spieler, und zwar Nicola Soldo. Er ist ja jetzt zurückgekommen. Die Leihe vom FC Kaiserslautern war ja nicht so erfolgreich, leider. Jetzt hat er natürlich durch den neuen Trainer beim 1. FC Köln die nächste Chance bekommen. Aber auch da hat er leider, ja, am Ende nicht wirklich überzeugen können. Es gibt aber auch, muss man sagen, sehr viele Optionen in der Innenverteidigung. Ne, wir haben einen Timo Hübers, der definitiv gesetzt sein wird. Wir haben einen Dominik Heinz, der auch natürlich durch seine Erfahrung auch gesetzt sein wird in der zweiten Bundesliga. Und dann hast du eben, klar, mit Luka Kilian, der Stand jetzt noch verletzt ist, der auch erst im Winter kommt. Aber auch da hat Elias Bakayokanda, der junge Spieler, mehr Schnitte gezeigt oder ja einfach sich mehr auf sich aufmerksam gemacht als Nicola Soldo. Und deswegen wird auch für Nicola Soldo ein Abnehmer gesucht. Ebenfalls, was allerdings nicht mit der Leihe zusammenhing, denn die Leihe war sehr erfolgreich, muss man sagen, aber auch da ist eben die Konkurrenz sehr, sehr groß und das ist eigentlich beim 1. FC Köln schon immer gewesen. Auf dieser Position hatten wir nie wirkliche Probleme und zwar spreche ich von Matthias Olesen. Ja, wie gesagt, er wäre definitiv ein guter Backup, aber wir haben eben auf dieser Position einen Erik Martel, einen Dejan Lubicic und eben auch einen Dennis Hüseyin-Basic. Und deswegen ist auf der Position eben sehr wenig Platz. Vierter brauchst du eigentlich nicht. Meistens spielen ja eh nur 2 als Sechser. Also deswegen, ja, ist mit Dennis Hüseyin-Basic, Dejan Lubicic sowie Erik Martel eigentlich bist du da auch sehr, sehr gut besetzt. Und deswegen wird auch für Matthias Olesen ein Abnehmer gesucht. Und jetzt kommt ein Spieler, wo ich ehrlich sagen muss, das finde ich sehr, sehr schade, denn diese Zeit ist noch sehr kurz beim 1. FC Köln. Und zwar spreche ich von Jakob Christensen. Auch Jakob Christensen hat es nicht geschafft, ja, irgendwie den Trainer zu überzeugen. Allgemein war es ja wirklich auch eine Fehleinschätzung, muss man ja auch sagen, von Christian Keller, von Steffen Baumgart. Jakob Christensen, er sollte ja als Skiri-Nachfolger gehen und das war natürlich von Anfang an klar, dass das nicht passieren wird. Aber auch so laut Baumgart ja immer, dass Christensen kein Bundesliga-Niveau hat. Anscheinend hat er sich auch jetzt wieder nicht durchsetzen können. Klar, auch da ist genauso wie bei Olesen die Konkurrenz natürlich groß,
weil es die gleiche Position ist. Ich würde mich allerdings auch da noch weiterhin freuen, wenn er noch eine faire Chance bekommen würde, dass man ihn jetzt noch nicht abgibt, sondern ihm wirklich dann als vierter Sechser dann eben auch mal hier und da vielleicht die Chance nochmal gibt. Aber auch das muss man natürlich gucken, weil ich es halt schon schade finde, wie der Verlauf halt von ihm passiert ist. Ne? Also das ist halt wirklich mehr als nur unglücklich. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Spieler und zwar Steffen Tigges. Auch da haben wir natürlich eine ganz gute Position. Klar, jetzt Davy Selke ist gegangen. Das heißt, eigentlich habe ich mir schon so ein bisschen erhofft, dass Steffen Tigges vielleicht als Führungsposition da mit reingeht. Denn er ist ja schon vom Alter her definitiv einer, der auch gerade die jungen Leute führen kann. Aber nach den letzten zwei Jahren fällt es mir da einfach extrem schwer zu glauben, dass ein Steffen Tigges da als Führungsposition rangeht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und jetzt haben wir ja auch wirklich mit zwei ganz jungen Spielern. Der eine kam aus Fürth, der eine kam aus der Jugend. Und zwar spreche ich natürlich von Tim Lamperle und Damian Downs. Und auf die sollte man auch setzen. Und wie gesagt, Steffen Tigges, klar, vom Alter her definitiv kann er ein wichtiger Spieler werden. Zumindest was von der Erfahrung her angeht. Aber sportlich gesehen macht es keinen Sinn, Steffen Tigges weiter zu beschäftigen. Und deswegen sucht man da natürlich auch einen Abnehmer. Ob das wirklich passiert, das wage ich zu bezweifeln. Florian Dietz, da wird es einen Abnehmer geben tatsächlich. Der wird jetzt auch bald verkündet werden. Und zwar mit Rot-Weiß Essen. Die sind ja auch sehr, sehr stark dran. Also ich gehe da stark davon aus, dass Flo Dietz bald dann auch offiziell weg sein wird und wünsche ihm da natürlich alles Gute. Wie gesagt, auch da leider viele Verletzungen gehabt, auch da nie wirklich eine Chance bekommen, muss man auch sagen. Und deswegen ist das für beide Seiten dann am Ende eine schöne Sache, wenn dann am Ende das auch so passiert. Ja, und jetzt kommt noch einer, wo ich auch ein bisschen überrascht war, und zwar Maximilian Schmid, steht wohl auch auf der Abschussliste, sage ich jetzt mal, von Struber. Er hat einfach nicht die Erwartungen, sag ich mal, erfüllt. Eine Trennung wäre hier sozusagen tatsächlich die bessere Lösung, denn auch bei Maximilian Schmid, wie gesagt, sportlich reicht es einfach nicht beim ersten FC Köln, und wenn er jetzt wieder in der U21 spielen würde, ja, könnte man machen, definitiv, aber ich glaube, dass er auch jetzt mal einen neuen Schritt machen möchte, und deswegen wäre hier meiner Meinung nach auch die Trennung die beste Lösung. Ja, Pauli und Potoschnik gehen auch wieder in die U21 zurück. Also die werden nicht beim Profi, bei den Profis bleiben. Finde ich schade. Bei Potoschnik ist es ja wahrscheinlich noch, der braucht einfach noch Zeit. Das gleiche gilt auch für Pauli, obwohl er ja tatsächlich auch im letzten Testspiel gespielt hat. Aber auch da scheint er wohl nicht so auf sich aufmerksam gemacht zu haben. Auch da war es wahrscheinlich Bako Kanda, der Youngster, eben nochmal ein Stück weit weiter als jetzt Pauli. Deswegen, aber auch da muss man abwarten. Ne? Also das ist jetzt keine große Niederlage, wie ich finde. Es war mal interessant, wahrscheinlich auch für die Spieler, da reinzuschnuppern. Es heißt ja nie, dass es jetzt nicht mehr passiert. Also es kann ja auch sein, dass Struber dann sagt, ah nee, komm, hol mir den Pauli doch nochmal wieder zurück. Ne? Oder den Potoschnik. Also es heißt ja jetzt nicht, dass sie jetzt nicht mehr eingewechselt werden oder nicht mehr, überhaupt gar keine Chance mehr bekommen, nochmal hochzukommen. Aber deswegen, es reicht anscheinend, Stand jetzt eben noch nicht. Ja, Ljubicic soll jetzt wohl auch bleiben. Also auch da gibt's natürlich, sagen wir es mal so, für den FC wäre es natürlich wichtig, gerade wenn Olesen und Christensen wirklich beide Sechser gehen würden, dann wäre natürlich Ljubicic wichtig, auch noch als Backup eben spätestens da ihn eben zu haben. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass da der österreichische Trainer Struber eben doch so ein bisschen auch seine Finger im Spiel hat, gerade weil die beiden ja eben auch Österreicher sind. Ne? Das kann natürlich ein Faktor sein, definitiv. Und deswegen, ja, soll jetzt auch Ljubicic wohl bleiben. Und selbst wenn ein Verein, aber wie gesagt, in den letzten Wochen gab es ja da auch keine Gespräche mit anderen Vereinen. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass das so bleiben wird. Aber selbst wenn ein Vertrag oder wenn ein Verein kommt, dann klar, muss man gucken, wie hoch die Summe sein wird. Aber ich gehe stark davon aus, dass ein Dejan Ljubicic auch in der neuen Saison bleiben wird. Und dann ist eben die Frage, ob es ein Ljubicic schafft, ja, auch sportlich wieder zu überzeugen. Und dann ist eben auch die große Frage, bleibt er beim 1. FC Köln? Denn nächstes Jahr wird ja sein Vertrag definitiv auslaufen. Also es droht dann natürlich mit Dejan Ljubicic, wenn man ihn jetzt nicht mehr verkauft, wonach es eben aussieht, dass er dann spätestens nächstes Jahr im Sommer dann ablösefrei den FC verlassen wird oder könnte. Ja, das sind alle News, das sind alles Spieler, die zurzeit
auf der Streichliste von Gerhard Struber stehen. Das haben mich ja viele gefragt, was ist denn jetzt hier mit Schwäbe? Er ist ja immer noch da. Stand jetzt gibt es eben keine Angebote, deswegen wird auch Stand jetzt bleiben. Aber es wäre eben für beide Seiten keine gute Sache. Das muss man leider wirklich sagen. Schreibt gerne auch eure Meinung natürlich zu diesen Streichkandidaten in die Kommentare. Bin da mal sehr auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Beispiel zu Matthias Olesen oder auch Jakob Christensen? Sagt ihr auch, naja, dem Jungen würde ich jetzt noch nicht abgeben wollen, sondern wirklich, weil er eben noch so jung ist, doch nochmal eine zweite Chance bekommen, weil es einfach absolut unglücklich ist, wie er teilweise ja zum FC gekommen ist und was dann alles so passiert ist. Deswegen bin ich da sehr auf eure Meinung mal gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich ebenfalls über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich verabschiede mich und bin für heute erstmal raus. Bis dahin, macht's gut. Euer Niklas und ciao.